In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. Familie und Co. ist eine Kooperation von ATV und der katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg. Business TV. Hallo und herzlich willkommen zu Familie und Co., dem Familienmagazin hier bei ATV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute begleiten wir junge Mütter in schwierigen Situationen, die in einer Wohngruppe betreut und unterstützt werden. Und in unserem Erziehungstipp beschäftigen wir uns mit der Frage, wie aus Eltern gute Vorbilder oder Leitwölfe werden. Doch zunächst zu diesem Thema. Ausflüge oder Unternehmungen mit den Kindern, mit den Jungs im Garten Fußball spielen. Für viele Eltern gehört das zum Familienleben dazu. Gerade jetzt in den Ferien haben viele Familien Zeit und genießen gemeinsame Wanderungen und Fahrradtouren. Wenn ein Elternteil aber ständig unter Schmerzen, zum Beispiel am Knie, leidet, sind diese Freizeitaktivitäten oft nicht mehr möglich. Nicht selten leidet dann die ganze Familie darunter. Rund 8,5 Millionen Deutsche leiden unter regelmäßigen oder chronischen Knieschmerzen. Und manche haben eine langjährige Leidensgeschichte hinter sich, bis ihnen endlich geholfen werden kann. Ein Ausflug mit dem Fahrrad, das wäre für Egon Pippenbacher noch vor kurzem undenkbar gewesen. 30 Jahre lang litt er unter Knieschmerzen. Angefangen hat es 1976 bei einem Verkehrsunfall. Da wurde mein Oberschenkel zertrümmert und die Ferse abgerissen. Und damit war es mit dem Sport und so vorbei. Oder mit den Kindern einen Radlausflug machen, ging gar nicht mehr. Ich konnte schon Radl fahren, einmal, sag ich mal, in der Ortschaft 500 Meter hin, 500 Meter her. Aber wenn die Kinder jung sind, sie wissen es, da fahren die 10 Kilometer, da hätte ich auf der halben Strecke hätte einen Notarzt gebracht. Erst eine Knieprothese konnte Egon Pippenbacher helfen. Den Eingriff hat der Orthopäde und Unfallchirurg Dr. Markus Ring durchgeführt. Er weiß, nur wer schmerzfrei ist, kann auch aktiv am Leben teilhaben. Es ist so, dass sich die Patienten natürlich im Laufe der Zeit an diese Einschränkungen gewöhnen. Dass sie einfach für sie ganz normal ist, dass sie nicht Fahrrad fahren können, mit ihren Kindern nicht Fußball spielen können, dass sie in der Arbeit viele Dinge nicht tun können. Nichtsdestotrotz ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo sie sagen, eigentlich möchte ich mein Leben auch noch aktiv gestalten und möchte mich bewegen können, vielleicht ein bisschen Sport treiben, das heißt, wenn es nur zum Wandern gehen ist oder Fahrrad fahren. Kontrollbesuch bei Dr. Ring in Neuburg. Seit seiner Knie-OP mit anschließender Reha kann Egon Pippenbacher das Knie nicht nur wieder richtig durchstrecken und beugen, sondern er ist auch absolut schmerzfrei. Der Herr Pippenbacher hatte ja eine sehr lange Leidensgeschichte hinter sich und hatte sehr viele Einschränkungen. Das heißt, er war in seinem Alltag wirklich gehandicapt, sodass er jetzt natürlich eine ganz andere Lebensqualität wieder vorfindet. Er kann wieder Fahrrad fahren, kann sein Knie in einem Bereich bewegen, den er schon seit Jahrzehnten nicht mehr bewegen konnte. Also für ihn war es wirklich ein immenser Fortschritt. Inzwischen ist Egon Pippenbacher auch wieder gerne sportlich aktiv. Seit seiner Knie-OP legt er nicht nur die Strecke zum Arzt mit dem Fahrrad zurück, sondern macht auch wieder längere Ausflüge. Das Schönste ist, man kann die Natur genießen, man kann die Umwelt, die bei uns doch einigermaßen in Ordnung ist, genießen, ohne dass man immer Schmerzen hat. Weil diese blöden Schmerzen haben mich so weit gebracht, ich habe nicht mehr schlafen können. Ich bin in der Nacht 2-3 Stunden im Bett gelegen, dann bin ich aufgestanden vor lauter Schmerzen. Und die Schmerzen sind weg und ich weiß nicht, wen ich dafür danken soll, den Ring an Herrgott, ich weiß es nicht. Der Familienvater ist einfach nur froh, dass er wieder Fahrrad fahren kann und zwar ohne Schmerzen. Mama sein ist schon alleine eine große Herausforderung in der heutigen Zeit. In einer stabilen Partnerschaft und mit einer Familie, die noch unterstützt und mithilft, ist der Spagat zwischen Familie, Kindern, Haushalt und Beruf zwar meistens auch stressig, aber für die meisten von uns gut zu schaffen. Ganz anders ist es für junge Mütter, die als Teenager oder mit Anfang 20 ungewollt schwanger werden, in keiner festen Beziehung leben und auch keine Familie im Hintergrund haben. In so einer schwierigen Situation ist Überforderung mit dem neuen Leben und dem Kind vorprogrammiert. Umso wichtiger ist es, dass junge Frauen in dieser Situation unterstützt und begleitet werden, damit sie sich auf ein Leben mit Kindern einlassen und vorbereiten können. Und genau das passiert in den Mutter-Kind-Wohngruppen. Hier werden Schwangere und junge Mütter mit ihren Kindern rund um die Uhr begleitet und betreut. Wir durften eine junge Mama in ihrer Wohngruppe besuchen.
Eine Mama spielt im Garten mit ihrem Sohn. Auf den ersten Blick eine ganz normale Situation. Doch Janine M. und ihr Sohn leben in einer Mutter-Kind-Wohngruppe in Memmingen. Weil ihre Situation und ihr Leben nicht immer ganz einfach war, möchte sie ihren richtigen Namen nicht nennen. Bens Vater trennte sich von ihr, als sie mit Anfang 20 schwanger wurde und nicht wusste, wie es weitergehen soll. Das war ja schon eine Überforderung sozusagen und am Anfang wusste ich zwar noch nicht, wie man damit umgeht, aber zum Glück hatte ich dann meine Mama noch ein bisschen als Unterstützung und nee, seit er erfahren hat, also waren wir nicht mehr zusammen und ja. Probleme gab es auch in ihrer Familie zu Hause immer mehr und auch mit Ben wurde es für die junge Mama zunehmend schwieriger, bis sie schließlich hierher nach St. Hildegard kam. Also ja, sozialen Verhalten. Er hat also nicht mehr auf mich gehört, er hat nur noch sozusagen auf andere gehört. Und ja, auf jeden Fall die Erziehung. Ich habe halt bei meinen Eltern noch gewohnt und da ich ja noch 5 weitere Geschwister habe und sie haben sich halt alle immer eingemischt und ich wollte halt einfach selbstständiger werden. Und genau dabei wird sie hier unterstützt. In der Wohngruppe kann sich die junge Mama von Anfang an mit allen Fragen und Problemen an die Betreuer wenden. Ob beim Tagesablauf, bei Fragen zur Erziehung oder beim Wiedereinstieg in den Beruf. In der Wohngruppe steht den jungen Müttern 24 Stunden am Tag jemand zur Seite. Und dabei werden gemeinsam Wege erarbeitet, die den Frauen helfen sollen, irgendwann ein selbstständiges Leben mit Kind zu führen. Wir sind hier für Finanzfragen, wir besprechen Einteilung von Geldern, wir begleiten Behördengänge, wir besprechen mit den Müttern den Briefverkehr, dann alles, was die Entwicklung der Kinder betrifft. Wir besprechen zum Beispiel Gefahrenquellen, was ist gefährlich für ihr Kind, was ist gefährlich für das Kind, wenn es vielleicht 5 Monate alt ist und gerade anfängt, mobiler zu werden oder was ist gefährlich für ein Kind, das vielleicht schon 5 Jahre alt ist. Und das sind ganz, ganz viele Themen, die hier im Alltag mit den Müttern besprochen werden. Die 26-Jährige hat das Angebot angenommen und setzt die Ratschläge in ihrem Leben gut um. Mittlerweile leben sie und ihr Sohn nicht mehr in der Wohngruppe, sondern im betreuten Wohnen. Janine M. und ihr Sohn sind also auf einem guten Weg in Richtung Selbstständigkeit. Den ersten Schritt dahin haben sie gemeinsam bereits getan. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt zu diesem Thema die Sozialpädagogin Simone Manns. Herzlich willkommen, Frau Manns. Schön, dass Sie da sind. Ja, wir haben jetzt gerade schon die junge Mama gesehen. Die hat auch ein bisschen so ihre Situation und Motivation erzählt. Aber aus welchen Gründen kommen denn junge Frauen oder junge Mütter zu Ihnen in die Wohngruppe? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Oft haben sie selber eine problematische Kindheit und kein einfaches Vorbild, wie sie in Erziehung hineinwachsen können. Und manchmal sind es aber auch dramatische Erlebnisse irgendwann im Leben. Häufig haben sie kein soziales Netzwerk, was sie tatsächlich in ihrer Situation mit einem kleinen Kind oder am Ende der Schwangerschaft gut unterstützen könnte, sodass beide sicher sind. Das heißt also, die sind am Anfang mit ihrem Leben, mit Kind einfach überfordert, fühlen sich auch hilflos und da können sie dann genau in ihrer Wohngruppe die nötige Unterstützung und Hilfe erfahren. Wie sieht die denn aus? Wo werden die jungen Mütter da unterstützt genau? Also grundsätzlich ist es eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung in der ersten Phase, wenn die jungen Mütter bei uns sind. Und es geht darum, dass sie tatsächlich lernen, feinfühlig mit ihrem Kind umzugehen und tatsächlich die Bedürfnisse des Kindes zu erkennen und altersgemäß auch damit umzugehen, im Sinne von, dass sie die Prioritäten richtig setzen und nicht eigene Interessen zum Beispiel plötzlich nach vorne zu stellen. Und da haben sie oft zu wenig Erfahrung oder Überblick. Und wir versuchen auf diese Art und Weise, indem wir mit den jungen Müttern alles reflektieren, den ganzen Alltag von früh bis spät reflektieren und in einem heilpädagogischen und manchmal therapeutischen Setting tatsächlich sie zu unterstützen und diese Fähigkeiten zu entwickeln. Was ist denn das Ziel dieses Angebots dann auch, außer die momentane Unterstützung? Also das Ziel ist immer, dass die Mutter selbstständig möglichst mit ihrem Kind leben kann,
Da gibt es auch einen zweiten Schritt, in dem wir das versuchen, in dem die Mutter mit dem Kind in einem betreuten Wohnen lebt, wo sie tatsächlich dann schon viele Stunden am Tag auch selbstständig ihren Alltag bewältigt und nur noch stundenweise begleitet wird und einen Ansprechpartner für einige Stunden am Tag hat. Und auch geht es natürlich darum, dass sie eine berufliche Perspektive entwickelt. Manchmal ist das das Nachholen eines Schulabschlusses. Manchmal ist es auch einzuschätzen, was denn tatsächlich an Ausbildung, möglicherweise Teilzeitausbildung, was da vielleicht vor ihr liegt und was möglich ist. Da versuchen wir, Praktika zu vermitteln und auszuprobieren. Gleichzeitig auch, dass die Kinder in eine Regelbetreuung kommen, dass sie tatsächlich im Kindergarten, in der Kita als kleine Kinder oder dann im Vorschulalter auch betreut werden und dass die Mutter mit dieser Situation gut umgehen kann. Frau Manz, dann bedanke ich mich für die Informationen. Und wir beschäftigen uns jetzt noch mit der Frage, wie Eltern gute Vorbilder oder, wie es der dänische Familientherapeut Jesper Juhl formuliert, gute Leitwölfe werden können. Das heißt, Eltern sollen die Familie liebevoll leiten, die Kinder führen, für sie da sein, ihnen aber auch auf liebevolle Weise Grenzen aufzeigen. Doch das ist oft gar nicht so einfach. Was das im Familienalltag genau bedeutet, das erfahren Sie jetzt. Hier ist unser Erziehungstipp. Die Familie sitzt gemeinsam am Tisch, isst und bespricht den Tag. Doch dann passiert es. Der kleine Sohn schüttet aus Unachtsamkeit sein Glas um. Die logische Reaktion des Vaters: Er schimpft, ist sauer auf das Kind. Verständlich, doch in der Situation genau die falsche Reaktion. Eltern sollten natürlich eben Regeln aufgestellt haben. Das heißt, ein Kind sollte wissen, wann es etwas gemacht hat, was es eigentlich nicht machen soll. Aber da, wie gesagt, ist auch wichtig zu erklären, warum möchte ich nicht, dass du das so machst. Ja? Vielleicht geht das nicht in der unmittelbaren Situation, weil die ganze so aufgeheizt ist, dass eine Diskussion in dem Moment gar nicht führbar ist. Aber dann vielleicht ein bisschen später, wenn sich die Wogen geglättet haben. War jetzt keine Absicht. Also erklären und gemeinsam mit dem Kind überlegen, wie es seinen Fehler wieder gut machen kann. Denn nur so kann das Kind aus seinem Fehler auch lernen und sich künftig an Grenzen und Regeln besser halten. Kinder brauchen eben auch, ich sag mal, sogenannte Leitplanken, ja, zwischen denen sie sich bewegen können. Das können Familienregeln sein, das können einfach bestimmte Absprachen sein, wie man was handhaben möchte. Und in denen sollten sich Kinder aber auch ausprobieren dürfen. Ja? Und wenn sie mal über die Leitplanke geklettert sind, dann ist wichtig, dass Eltern ihnen auch erklären, warum sie nicht möchten, dass sie darüber klettern. Im Alltag kann aber die Geduld der Eltern oft ganz schön auf die Probe gestellt werden. Die liebevolle Zuwendung, Verständnis und Vertrauen sind aber auch in heiklen Situationen oft der Schlüssel. Das heißt nicht, dass man als Leitwolf nicht auch mal deutlich werden darf. Was soll denn das? Das kann auch sinnvoll sein, ja. Also das soll nicht heißen, dass man nie auch mal kritisch oder sehr deutlich, vielleicht auch mal mit einem lauteren Ton, Kinder in ihre Grenzen weist. Doch auch wenn der Ärger und der Schaden noch so groß sind, sollte man immer eine Türe offen halten. Denn nur dann wird das Kind auch künftig zu den Eltern kommen, wenn es wieder einmal einen Fehler gemacht hat. Das war's auch schon wieder von Familie und Co. für heute. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich jetzt schöne Ferien und einen schönen Urlaub. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Dann geht es bei uns unter anderem um das Thema Eingewöhnung in der Kita. Ein aufregendes Thema für alle Eltern. Das wird sicher interessant. Bis dahin, Ihnen eine schöne Zeit und genießen Sie die Ferien. Musik